Hey Leute, alles klar bei euch? Heute empfehle ich euch mal wieder etwas, und zwar die Hanami Prawn Cracker. Ey, die sind so geil, Leute. Wenn ihr die noch nie probiert habt, vor allem wenn ihr Leute seid, die auf Fleisch und Meeresfrüchte und sowas stehen, ihr müsst die einfach probieren. Es geht nicht anders, Leute, ihr müsst die probieren. Die sind so unglaublich lecker. Die sind nicht ganz billig, die kosten 1,50 für gerade mal 60 Gramm. Aber die sind wirklich ihr Geld wert, vor allem wenn ihr das noch nie probiert habt, Leute. Müsst ihr das unbedingt mal probieren. Zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Oh, schon der Duft in der Tüte immer. So sieht es aus. Sind so kleine Stäbchen. Die schmecken halt voll nach Garnele. Aber jetzt könnt ihr euch das nicht so vorstellen wie diese normalen, wie heißen die, Kröpök oder so? Diese Krabbenchips, diese großen, mit Tapioca-Stärke, die halt so, ja, ganz anders schmecken. Die hier sind richtig geröstet. Da steht auch vorne drauf, it's toasted. Die haben so richtige Röstaromen noch drin. Und die bestehen zu einem guten Teil aus Garnele. 10% Garnelen sind da drin. Dementsprechend sind da auch 7 Gramm Eiweiß fast drin pro 100 Gramm. Also die sind wirklich super. 1,50 für die Packung ist ein bisschen teuer, aber lohnt sich. Ich habe diese jetzt vom Real, da gibt es sie eigentlich immer. Manchmal sind die ausverkauft. Dann kriege ich immer einen Hassanfall. Aber meistens sind die da und dann nehme ich mir auch so ein paar Packungen immer mit. In meiner schlimmsten Zeit habe ich teilweise jeden Abend zwei solche Packungen gegessen. Also es ist wirklich brutal. Ganz selten habe ich mal ein bisschen Pech. Ich weiß nicht, ob das an der Packung liegt oder ob es an mir liegt oder ob das einfach immer so ist oder ob das nur chargenweise mal schief läuft, chargenweise mal schief läuft, chargenweise, chargenweise, ch. Aber manchmal habe ich so einen leichten metallischen Geschmack. Aber das ist wirklich, macht euch keine Gedanken, wahrscheinlich schmecken das die meisten Leute sowieso nicht, sondern nur ich schmecke das. Sorry, mein Handy. Gerade voll erschrocken. Auf jeden Fall sind die echt brutal lecker. Also die könnt ihr euch reinpfeifen ohne Ende und ihr werdet nichts Vergleichbares finden. Das gibt's nicht irgendwie noch von einer anderen. Es gibt Nachahmerprodukte, aber die schmecken überhaupt nicht so. Es gibt ein Nachahmerprodukt, habe ich schon gesehen, aber da war ich sehr enttäuscht. Nee, ihr müsst die Hanami Prawn Cracker Teile holen. Früher habe ich die in meinem Asialaden geholt. Wir hatten im Dorf so einen kleinen Asialaden. Und ja, der lief eigentlich ganz gut und war echt süß, bis dann irgendjemand mit seinem Messer reingerannt ist und die Kassiererin bedroht hat oder sowas. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich will jetzt hier auch keine Spekulationen in die Welt setzen. Aber ich will euch sagen, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet. Ciao, Leute, und schaut bei meinen anderen Empfehlungen vorbei. Da findet ihr die Sachen, die euch niemand sonst empfiehlt, weil die einfach geil sind und kaum jemand kennt. Ciao, Leute!